In der Corona-Krise war Tech der große Gewinner. Die FANG-Aktien, die sind durch die Decke geschossen, weil man sich gesagt hat, okay, der Rest der Wirtschaft ist im Shutdown, aber was interessiert das? Die Internetkonzerne, die werden ihr Geschäft machen. Diese Überlegung hatte Sinn, aber jetzt hat sich das Blatt irgendwie gewendet und wir haben jetzt am Wochenende gesehen, dass der US-Senat das Stimuluspaket von Joe Biden im Volumen von 1,9 Billionen Dollar abnickt und man müsste eigentlich erwarten, dass dann die Aktienmärkte nach oben schießen, aber dem ist nicht so. Vor allem der Nasdaq ist unter Druck. Warum ist das so? Weil man schlichtweg nicht einen Kuchen essen kann und ihn trotzdem behalten kann, denn es ist so, klar, wenn jetzt dieses 1,9 Billionen Stimuluspaket kommt, dann fürchten viele eine Überhitzung der Wirtschaft, fürchten viele ein Anziehen der Inflation und das preisen wiederum die Renditen für Staatsanleihen ein. Und wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt um und bei 1,60%, ist also weiter nach oben gegangen. Die Aktienmärkte am Freitag ja nochmal mit einem Turnaround. Als die europäischen Märkte geschlossen hatten, da gingen die Amis nach oben, aber es geht eben derzeit zumindest jetzt nicht weiter nach oben, vor allem nicht für den Nasdaq, weil eben die Renditen weiter steigen. Das ist eben das Problem. Es ist zwar eine gute Nachricht, dass hier dieses Stimuluspaket kommt, aber es ist eben eine weniger gute Nachricht, dass die Renditen dann wieder steigen. Mithin also der Markt faktisch die Zinsen anhebt, das ist genau der Problem. Die Kapitalmarktzinsen steigen, nicht die Leitzinsen. Ich hatte das mehrfach thematisiert und das ist der Gegenwind jetzt für die Aktienmärkte insgesamt. Früher war es doch so, vor allem in 2020, die Wirtschaft kollabierte, die Aktienmärkte stiegen. Schlechte Nachrichten waren gute Nachrichten, weil dann mehr Stimulus, mehr Fed-Unterstützung kam. Dementsprechend gute Nachrichten, sowieso gute Nachrichten. Und jetzt kriegen wir gute Nachrichten, eben die Stimuluspaket. Und es ist keine gute Nachricht eigentlich. Es wird negativ teilweise aufgenommen, eben weil die Renditen steigen, damit sozusagen die Kapitalmarktzinsen steigen. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal auch in einem historischen Kontext vielleicht mal an. Zunächst mal sehen wir hier in der oberen Grafik, dass Growth jetzt diesen Abstand, den es ja im Jahr 2020 gab, komplett aufgeholt hat. Respektive Growth diesen Vorsprung gegenüber Value verloren hat. Value holt also auf, Growth sackt ab. Und wir sehen zum Beispiel in der unteren Grafik auch hier die Mega-Cap-Tech-Werte gegenüber den nicht profitablen Tech-Werten. Und da sind die nicht profitablen Tech-Werte die ganze Zeit in Relation zu diesen Mega-Cap-Stocks gestiegen. Jetzt aber hat sich das umgedreht. Wir sehen also, dass der Anstieg der Renditen die unprofitablen Tech-Unternehmen besonders trifft. Also diejenigen, die eigentlich keine Gewinne machen, und das sind erstaunlich viele mehr als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Dementsprechend ist das der schwächste Sektor, ist der Renditeanstieg gerade für diese Hoffnungswerte ein echtes Problem. Und hier sehen wir mal in einem größeren, geradezu historischen Zusammenhang, seit dem Jahr 2001, also seit der Abverkauf der Dotcom-Blase dann vorbei war, ist in Relation der Nasdaq zum S&P 500 gestiegen, gestiegen, gestiegen. Das geht jetzt 19, fast 20 Jahre lang so. Und jetzt haben wir genau diesen Hochpunkt erreicht, also die Relation Nasdaq zu S&P 500 hat einen Doppeltop ausgebildet und kommt jetzt ein bisschen zurück. Und die Frage ist, wird das dauerhaft sein? Ist das sozusagen jetzt eine Trendwende, nachdem dieses Hoch erreicht wurde, wenn die Renditen weiter steigen? Und die werden weiter steigen, so wie es aussieht, wenn die Notenbanken, vor allem die Fed, nicht interveniert. Irgendwann wird sie es wohl tun müssen, um das zu verhindern. Dann könnte es für den Tech-Sektor weiter schwierig werden. Das sagt auch Morgan Stanley. Die sagen, es gibt verschiedene Gründe, warum gerade im Nasdaq eben die Rallye, respektive die Korrektur, genauer gesagt, noch nicht vorbei ist. Einer der entscheidenden Gründe ist, dass die ganzen Portfolios nach wie vor vollgesogen sind mit Tech-Werten und zu wenig Value-Werte drin haben. Das heißt, da ist diese Rotation noch gar nicht so wirklich passiert. Ein bisschen schon, aber eben noch lange nicht abgeschlossen. Die Renditen dürften weiter steigen und man erwartet hier, dass der Nasdaq nochmal auf seinen 200-Tages-Durchschnitt fällt. Das wären nochmal 8% der Minus. Also da ist doch durchaus mal jemand, der weniger euphorisch ist für den Tech-Sektor. Und es ist ja wirklich so, seit diese Impfstoffgeschichte da ist, seit Anfang November läuft eben Tech in Relation deutlich schlechter. Und nach wie vor sind die Portfolios, vor allem von Hedgefonds, hier stark bestückt mit eben diesen Tech-Werten. Und wir sehen hier Hedgefund VIP Basket, also da sind die beliebtesten
Aktien von Hedgefonds drin. Und das sind eben eine Amazon, das ist eine Apple, das sind diese großen Tech-Werte, die hier richtig gut gelaufen sind. Und jetzt fangen die an, weniger gut zu laufen. Und das dürfte diese Hedgefonds unter Druck bringen, eben auch möglicherweise hier noch diese Tech-Out, also diese, wie soll man sagen, die Überexposure ein bisschen abzubauen in Tech. Hier sehen wir mal, was da eigentlich passiert. Hier sehen wir den Nasdaq und die reale Rendite bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Reale Rendite ist die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe minus Inflation. Und wir sehen, diese reale Rendite, die wird immer weniger negativ. Die ist noch nach wie vor negativ, aber immer weniger. Und der Nasdaq folgt im Grunde genau dieser realen Rendite. Das ist sozusagen der technische Grund, warum es beim Nasdaq nicht so gut läuft. Der DAX war ja in 2020 jetzt nicht gerade der Gewinnerindex. Oft die Tech-Werte gestiegen in den USA. Und der DAX hat überhaupt nichts draus gemacht. Diejenigen, die damals long waren im DAX, die waren frustriert. Jetzt ist es so, der DAX klebt irgendwie im Bereich der 14.000er Marke, interessiert sich teilweise überhaupt nicht, was da passiert im Tech-Sektor. In den USA ist auch wenig Tech-lastig, SAP vielleicht noch zu nennen, aber sonst ist da natürlich nicht viel. Da ist also die Old Economy diesmal ein Vorteil beim DAX. Wir sehen unten in der Grafik, dass kürzlich noch weit über 87% der Nasdaq-Werte waren über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, jetzt sind es nur noch 20%, also da ist durchaus einiges passiert. Und wir sehen jetzt eben, dass auch die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe höher ist als die Earnings Yield bei den Tech-Werten, also aus der rationalen Blase wird eine irrationale Blase, könnte man so sagen. Das ist also auch nicht nur ein technischer Grund, sondern es gibt fundamentale Gründe. Es ist jetzt eben eine Alternative da. Die Anleihenmärkte sind gerade zu Tech, zu Hoffnungswerten eine Alternative geworden. Und wir sehen, je stärker jetzt die Renditen steigen für die Anleihen, umso mehr Inflows, umso mehr Geld wird in die Aktienmärkte gespült, erstaunlicherweise. Und wir sehen das mal hier in dieser Grafik. Wir hatten letzte Woche noch 46 Milliarden Dollar an Zuflüssen. Das war der drittgrößte jemals erreichte Wert. In dieser Woche, respektive die neuesten Daten der Bank of America zeigen, nochmal 22 obendrauf. Damit sind wir jetzt mit Abstand führend, was die Zuflüsse in Aktienmärkte betrifft, in den letzten 17 Wochen. Und wir sehen, dass auch jetzt gerade Calls wieder massiv gekauft werden. Fast 32 Millionen Call-Optionen am Freitag, viertgrößter Wert, der jemals erreicht wurde. Also eine sehr große Long-Exposure, wohl auch und gerade im Tech-Sektor. Auf der anderen Seite haben wir diese Anleihesituation, die Renditen steigen, das heißt die Kurse der Anleihen fallen. Und wir sehen hier COT, also Commitment of Traders, wie sind die Trader positioniert, da sehen wir, dass Treasury Sales, Future Sales extrem stark gewesen sind, höchster jemals verzeichneter Wert, was die Verkäufe betrifft. Alle wollen raus aus langlaufenden Anleihen, weil man eben fürchtet Inflation, weil man fürchtet, dass dann schlichtweg man herbe Verluste macht und man geht short eben in diesen 10-jährigen Staatsanleihen, in den 30-jährigen Staatsanleihen, also alles, was längere Laufzeit hat, das wird tendenziell gemieden. Da gibt es richtige Short-Positionen inzwischen, das ist auch ein Herdenverhalten und hat natürlich die Gefahr eines Rückschlags, wenn da was passiert, dann müssen da alle auch wieder raus. Aber es ist, the big short ist derzeit eben vor allem der Staatsanleihensektor, respektive der Sektor, wo die länger laufenden Staatsanleihen hier drin sind. Und hier sehen wir VIX gegen den Move. Move ist ja praktisch die Volatilität der Anleihen, der Staatsanleihen. Wir sehen, der Move ist massiv nach oben gegangen und das strahlt eben dann auch auf die Aktienmärkte aus. Der VIX steigt gleich mit und wir haben jetzt, wenn wir zu den Aktienmärkten kommen, die Situation, dass der S&P 500 in einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation auszubilden droht. Deswegen ist diese Situation jetzt sehr, sehr wichtig. Wir haben am Freitag nochmal diesen Move nach oben gehabt. Wir sind dann praktisch zur rechten Schulter gelaufen, wenn man so will. Ein Bruch der Nackenlinie wäre dann sozusagen das Verkaufssignal schlechthin, aber vielleicht dreht sich das alles wieder mit dieser 1,9 Billionen Stimulus-Geschichte. Das ist eben jetzt die offene Frage. Hier unten sehen wir mal die Relation von Rohstoffen zu Aktien und da sehen wir, da wäre noch viel Aufholpotenzial bei den Rohstoffen, obwohl die ja schon sehr, sehr gut gelaufen sind in letzter Zeit.
Hier sehen wir nochmal den S&P 500, jetzt auch aus dem Trendkanal ja rausgefallen. Hier Chart von Michael Silver, dann allerdings wieder rangelaufen, ziemlich genau rangelaufen am Freitag. Also das ist jetzt eine neuralgische Geschichte, wenn wir uns hier mal die Sektoren anschauen. Fast alle Sektoren im Plus am Freitag, vor allem wieder Energie am stärksten gestiegen, Information Technology aber auch 2% im Plus und jetzt eben dieses überraschende Ergebnisse, was den US-Senat betrifft. Es ist ja so, 50-50 ist die Sitzverteilung im Senat. Und dann Zünglein an der Waage, die Vizepräsidentin Harris normalerweise. Aber die Demokraten haben das Glück, dass ein Republikaner nicht anwesend war. Der war bei einer Beerdigung, Gott sei Dank nicht bei seiner eigenen, sondern bei einer anderen. Deswegen war er nicht anwesend, sodass sämtliche US-Demokraten eben für dieses Stimuluspaket gestimmt hatten. Sämtliche Republikaner, die anwesend waren, dagegen. Aber es hat eben dann gereicht. Am Dienstag wird dann das Abgeordnetenhaus diese veränderte Fassung des Senats nochmal beabstimmen, sozusagen. Aber dadurch, dass die Demokraten dort die Mehrheit haben, dürfte das kein Problem sein. Und dann wird das Ganze von Joe Biden unterzeichnet werden. Und jetzt ist eben natürlich das Thema, passt auf, wir haben ja schon 4 Billionen reingesteckt in diese Wirtschaft. Jetzt kommen nochmal 1,9 Billionen obendrauf. Das sorgt natürlich dafür, dass man fürchtet, dass die Wirtschaft überhitzen könnte, dass die Inflation massiv ansieht und dass dann eben die Fed doch deutlich aufs Bremspedal treten muss. Das ist der Grund, warum die Renditen steigen, warum sozusagen jetzt auch die Aktien nicht mehr so laufen, obwohl es ja eigentlich die beste aller Welten ist. Die Wirtschaft erholt sich. Jetzt kommt nochmal Stimulus obendrauf. Die Fed sagt, wir tun auf jeden Fall nichts, was bremsen könnte bislang, aber die Märkte sagen, doch, du wirst etwas tun, was bremsen wird, liebe Fed, du weißt es nur noch nicht, also die Märkte, die führen jetzt die Fed und nicht die Fed führt die Märkte, könnte man sagen, und nachdem Jerome Powell ja letzte Woche nicht eingeschritten ist, nicht sich praktisch zu dem Anstieg der Renditen geäußert hat, ist das wie ein Freifahrtschein für die Player am Markt zu sagen, okay, dann drücken wir die Rendite weiter nach oben und solange das ist, wird es eben für die Aktienmärkte, wird es vor allem für den Tech-Sektor sehr, sehr schwierig und wir sehen hier Inflation Surprise Index, also die Abweichung davon, was man an Inflationsdaten erwartet, ist immer größer und ich habe jetzt am Wochenende Gespräche geführt mit verschiedensten Leuten, die alle sagen, meine Lieferanten haben jetzt die Preise erhöht, im Gastrosektor wird gesagt, ja, lieber Abnehmer, du kannst schon mal deine Speisekarte neu schreiben, aber es gilt praktisch für alle Sektoren. Preise sind erhöht worden, werden weiter erhöht und das ist natürlich ein Punkt, der dann jetzt geballt auf uns zukommen könnte, vor allem dann, wenn eben erstmal die Nachfrage nach bestimmten Dingen sehr, sehr hoch ist, wenn dieser Lockdown irgendwann mal enden sollte und gleichzeitig viele aber vielleicht das nicht überlebt haben, viele Anbieter nicht überlebt haben, sodass weniger Anbieter dann eine größere Nachfrage bedienen müssen, dadurch die Preise anheben. Das geht von Friseuren, die massiv die Preise anheben, über verschiedenste Sektoren. Also das könnte ein Punkt sein, der jetzt wirklich tricky wird. Der Tech-Sektor ist jetzt sozusagen unsexy geworden. In 2020 war es der große Gewinner, in 2021 wird es vielleicht und wahrscheinlich sogar der große Verlierer, während solche Oldschool-Indizes wie der DAX deutlich besser dastehen. Das ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.